Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Folge 22 von Wing Commander 2, Vengeance of the Karathi. Nachdem die letzten Missionen ja doch so gut geklappt haben, bin ich jetzt heiß drauf, da mal weiterzumachen und deswegen auf geht's, kein langes Gequatsche, hier ist die Storyline. Ja, und dann so ohne jeglichen Vortrieb habe ich den Moment ausgenutzt, um den Ereignishorizont zu durchdringen. Und haben sich hinter einen Dock hier bewegt, in dem Moment, auf den er sie gefeiert hat. Meine Güte, das haben sie mir schon 1000 Mal erzählt. Und jedes Mal wird das Ding ein wenig größer, wie ihr Menschen sagt. Ist das so? Meine Güte, du alter, gruppeliger, flohgebissener. Kümmere dich nicht um die Browser XL. Die sind immer so, wenn sie miteinander zusammen sind. Ich wusste gar nicht, dass die sich so gut verstehen. Du bist dran, Larry. 5-Card-Draw. Lass mich dir eins sagen, Kumpel. Ralga und ich sind seit Jahren Freunde. Diese traurige Entschuldigung für ein Staubwedel hat mir das Leben gerettet. Ich hatte zu der Zeit gerade nichts Besseres zu tun. Hobbs, wache nicht auf und nimm deine Karten. Sorry. Ich eröffne mit 15. Na, da bin ich dabei. Und ich erhöhe um 10. Und nochmal 10 von mir. Meine Hand ist nicht so gut. Ich bin draußen. Kann jemand eine Bubehochstraße schlagen? Das glaube ich nicht. Browser XL, du siehst ein wenig verängstigt aus. Das ist Angel. Sie ist ein wenig abgelenkt. Ah, Browser XL, mach dir keine Sorgen um das Mädel. Die ist sicherlich total bei der Sache, da bin ich mir sicher. Einige Leute sagen, ich benutze sie. Ach, halt den Mund. Jeder, der dich kennt, weiß das besser. Angel ist ein sehr guter Pilot und eine ziemlich heiße... Lalala. Und jeder Typ, der sie gehen lassen würde, ist genauso ein Fellgehirn wie Ralga. Und immer wieder wundere ich mich, warum ich von diesem Piraten das Leben gerettet habe. Na, ganz einfach, weil du ein wunderbarer Mensch bist, ein wunderbarer Wissender über den menschlichen Charakter bist. Meine Güte, Jungs, was habt ihr hier für die Mission? Captain Luffer meldet sich auf dem Flutdeck für einen sofortigen Start. Ach du Schande, was ist denn jetzt schon wieder los? Captain Luffer, hier ist die Concordia. Verstehen Sie mich? Roger, Concordia, laut und deutlich. Ihr Flugplan wurde in Ihrem Navcomputer programmiert. Verstanden, Concordia. Wir haben ein paar Dorkati-Truppentransporter gesichtet. Wir wissen nicht, warum sie sich von ihrer Zerstörereskorte entfernt haben, aber sie und Stingray werden sie abfangen und sie daran hindern, sich ihrer Gruppe wieder anzuschließen. Schön, Ihren Enthusiasmus zu hören, Stingray. Halten Sie ihn unter Kontrolle. Wir haben Ihnen ein Update des Patrouillenplans gegeben. Also Angriff. Jeder dieser Transporter kann über 1000 Truppen tragen. Wir erwarten, dass Sie eine Jägereskorte haben. Seien Sie also vorsichtig. Die Transporter sind allerdings Ihr Hauptziel. Lassen Sie sie nicht entkommen. Sie haben keine Phasenschilde, also können Sie Kanonen und Raketen gegen sie verwenden. Die Concordia wird ihren weiteren Kurs verfolgen und sich mit Ihnen nach Ende Ihrer Mission treffen. Viel Glück, Gentlemen. Concordia out. Jo, na dann. Auf geht's, würde ich mal sagen. Erstmal hier die Kanonen.
Was haben wir denn? Darts. Was haben wir noch? Javelins und Pilums. Ich glaube, wir nehmen mal die Pilums. So. Hey, Target Practice. Na dann. Let's go kick ass. Ja, dann kick doch mal ein paar Asses. No problem, sir. Wo ist er? Da ist er. Smoked one. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Ich schieße jetzt auch mal. Meine Herren. So, oder? Ne, Moment, das ist Stingray, den wollen wir nicht abschießen. Wo ist er denn? Ah, hat er abgedreht, der kleine Feigling. Oh. Das hat uns wehgetan. So, der Hinweis mit den Phasenschilden, der war natürlich wichtig. Seit Wing Commander 2 gibt es ja diese Phasenschilde bei den Großkampfschiffen, die nur von Torpedos durchdrungen werden können. Da können wir nichts mit Raketen oder... Können wir nichts mit Raketen machen oder mit... Not bad for an old man. Was hast du gesagt? Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, also mit Stingray fliege ich gern zusammen. Der ist richtig gut. Hey, Target Practice. No problem, sir. So, das sind die Jalkekis. Das sind Jalkekis. Ah, Jungs, lasst mich mal in Ruhe. Ich muss mal... Da, das Ding müssen wir haben. So, und... Ach, okay, alles klar. Das war dämlich. Also wir müssen schon die Jalkekis zerstören. Na gut. Ja, meine lieben Freunde, so geht es halt eben entsprechend los. mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das schneiden werde oder nicht. Das wird sich dann zeigen, wie viele Anläufe wir hier brauchen. Zack, Stingray, Break and Attack... So, das war der erste. Oh, 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 wer wagt es? Smoked one. Ah, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Da ist Stingray auch gerade wie wild am Rumkurbeln. Möchte natürlich nicht. Komm mal her, mein Freund. Okay, wir haben schon ordentlich ein paar Treffer abgekriegt diesmal. Aber dann müssen wir auf jeden Fall die Jalkekis zuerst erledigen. Oh, Fuel Tank Hit. Eieiei. Leute, was los? Not bad for an old man. Alter Mann, zeig dir noch mal hier, was eine Hacke ist, mein Freund. Na, mach ihn fertig. Sehr schön. Dann fliegen wir mal weiter. Er hat nicht so wirklich was abgekriegt, das gefällt mir. Hey, Target Practice. No problem, sir. Wow, 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 wow. Oh, ein bisschen Raum zwischen uns und die anderen bringen. Hi, die Witz. Smoke one. Ah.
I'm out of here. Ja, okay, mach das. Ist in Ordnung. Boah. Ja, da müssen wir erstmal noch ein bisschen ausweichen, weil ich... Ist der Transporter jetzt weg? Nee, sieht nicht so aus. So, jetzt müssen wir uns erstmal die Jaikiki hier jetzt krallen. Ah ja, das war nur... Okay. Ah, siehst du, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, Kumpel. So, die Taikiki ist ein schön langsames Schiff. Und der Pilot auch nicht der hellste im Kronleuchter. Ich muss nochmal wieder ein bisschen weg. Weil ich mich nicht mit den Jungs hier anlegen. So. Der ist... Na super. Das ist die Dart. Ah, die hätte ich besser zielen sollen. So, verdammt nochmal. So. Ein bisschen besser sehen, was hier los ist. Hm? Okay, der Chaffport hilft uns jetzt natürlich nicht wirklich viel. Das ist der erste. Na, mal gucken, ob wir den zweiten noch kriegen. Oh, meine Frontschilde sind komplett ausgefallen. Okay, kann keinen Fix kriegen. Guck mal, der schießt nicht auf uns. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Na, dann fliegen wir doch gleich mal nach Hause. Zwar schwer beschädigt, aber auf jeden Fall... Oh, Jungs. Kann ich ja nun gar nicht leiden hier. Affirmative, you are clear to land. Boah, gut. Schwer zerschlagen, aber durchaus erfolgreich. Gut zu wissen, dass Stingray abhaut, bevor er zerschossen wird. Das ist nicht schlecht. Dann muss ich mich nicht um ihn kümmern. So. Wie ist es ausgegangen? Wir wurden unterwegs überfallen von einem Wing leichter Jäger. Wir haben sie alle erledigt und haben uns dann zu den gegnerischen Transportern aufgemacht. Beide gegnerische Transporter wurden zerstört. Von wem wohl? Ich habe 7 erwischt. Und Stingray hat 3 mitgenommen.
War eine schwierige Mission, aber wir haben es in einem Stück zurückgeschafft. Nein, ich hätte sie nicht schicken dürfen, das war viel zu schwierig. Wir sind zurück, Angel, das ist alles, was zählt. Und was ist mit der nächsten Mission? Jedes Mal, wenn ich dir eine Mission zuweise, fühle ich mich, als würde ich dich da rausschicken zu sterben. Komm auf meine Koje. Ja. So ist das nun mal. Never fuck the company. Kleiner Tipp. So. Die wollen wir dann mal speichern. Jawohl, natürlich bin ich sicher. Yes, sir. So, ja, das war Mission 22 von Wing Commander. Und, es gibt keine neuen Entwicklungen, wirklich. Mal sehen, ob die jetzt kommen. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.